Ihr baut euch gerade ein bis 7 Team. Ich habe ein paar schöne Team-Zusammenstellungen für euch. Welche Skyliner passen gut zusammen? Welche sind gut für B7? Zudem zeige ich euch noch die benötigten Stats, sprich Attack, Defense, HP, damit ihr das Ganze auch auf 3 Sterne schafft und dann auf 10-fach durchlaufen lassen könnt. Willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Skylanders Ring of Heroes. Wir gehen direkt ins Abenteuer in die verzerrten Dimensionen, denn heute gucken wir uns Beast 7 an. Ihr seht, ich habe hier 3 Sterne, das heißt, ich kann das Ganze hier auf 10-fache durchlaufen lassen. Und es gibt natürlich ein paar schöne Skylander, die wir hier vorrangig benutzen können. Unter anderem nehme ich mal direkt rein, weil es einfach mein Favorite ist fürs Early Game, ist immer noch die Stealth Elf. Deswegen packen wir die schon mal rein. Ich denke, jeder von euch hat sich die gebaut, wenn nicht. Ich empfehle euch, die wirklich zu bauen, weil die carried euch hier wirklich sehr gut durch. Jetzt hat sich ein bisschen was geändert zum Pre-Release damals. Damals hatte man zum Beispiel noch die Tough Luck genommen. Das macht man heute eigentlich eher weniger. Man kann aber auch den Blades nehmen. Aber lasst uns vielleicht mal in der Reihenfolge dran langhangeln, welches Team ich euch empfehlen würde. Ich weiß, dass viele zum Beispiel den Kaboom sich leveln und farmen. Nur Robbe wieder nicht. Ja, Robbe schwimmt wieder gegen den Strom. Ja, nein, Kaboom ist wirklich sehr gut. Ich probiere nur andere Dinge aus. Ich weiß, Kaboom funktioniert. Das ist toll, das ist nice. Aber ich denke, als YouTuber ist es auch mal cool, über den Tellerrand ein bisschen zu gucken und zu sehen, was machen die anderen Skylander eigentlich alle so. Von daher, dieses Team würde ich euch wirklich empfehlen. Das ist eigentlich, glaube ich, das beste Team, was man so am Anfang nehmen kann. Kaboom baut sich so fast jeder Stealth Elf, ist top. Von daher, warum nicht das Ganze so nehmen? Aber wir können auch nochmal weiterschauen. Ich habe auch noch andere Teams für euch. Der Blades. Er macht hier wirklich einen sehr guten Job, muss man sagen. Der Blades schafft es sogar auch solo. Es ist nicht schwer, diesen Blades zu ruhen. Das Problem nur bei Blades ist, dass er, ich glaube, über diese Stage hinaus nicht wirklich einen Nutzen hat. Ich habe ihn so weit hochgelevelt, weil ich die Pieces für ihn hatte. Man kriegt sie hinterhergeschmissen, von daher, warum soll ich ihn nicht hochleveln? Warum soll ich nicht die Kristalle kassieren? Aber ich würde meine Energie vielleicht nicht unbedingt in Blades stecken. Falls ihr das für B7 machen möchtet, auf diesem Level, ich denke, es ist kein Problem. Aber achtet darauf, behaltet das im Hinterkopf. Blades irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so stark wie andere Skylander. Aber mal sehen, ja, wir sind ja noch alle neu in dem Game. Vielleicht kommt es irgendwann mit und Late Game, wo man sagt, hey, Blades ist hier, den müsste ich mir unbedingt warnen. Wer weiß das schon. Also von daher, Blades auch das Ganze. Kurz noch zu den Runen. Blades würde ich Attack, Defense ausweichen, Runen. Und hier zu ihm hier auch nochmal ganz schnell würde ich Attack, Defense Attack reinballern. So als grobe Richtlinie einfach mal gestellt. Welcher Skyliner hier auch noch gut sein kann, aber und nicht unbedingt muss, wie soll ich das ausdrücken, ist hier zum Beispiel auch der Boomer. Er hat zwar Attributsnachteile hier, aber ich weiß auch, dass viele von euch den Boomer sich farmen. Und wir brauchen den Boomer für Stage 9. Und da brauchen wir ihn auf 6 Sterne. Und wir brauchen ihn dort auch erweckt. Und wenn ihr das Ganze schon habt, warum sollte man ihn nicht nutzen können? Ich denke, er wird das hier locker tanken. Er schmeißt ein paar Bomben und so weiter. Wie sich der Bomb-Damage skaliert, beim Attributsnachteil, das müsste man nochmal genau gucken, aber ich denke, das wäre eine Option, was man auch machen könnte. Ich habe jetzt leider den Boomer nicht geruht, ansonsten würde ich das mal probieren, aber ich denke, das wird funktionieren, denn teilweise schafft das die Stealth Elf auch alleine, also wenn die entsprechende Rune hat, aber da gucken wir gleich nochmal. Boomer würde ich einfach Attack, Defense, Attack ruhen. Ob das prozentual sein muss oder flat, das liegt natürlich an eurem Level der Skylander. Ich hatte ja mal euch schon mal so einen Richtwert gegeben, bis wann man Attack prozentual und Attack flat ruhen sollte. Aber vielleicht mache ich da einfach nochmal ein komplettes extra Video, damit ihr das auch immer schön wieder findet bei YouTube. Was man noch nehmen kann, was früher sehr gut war, ist hier der Griller-Driller. Er ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in Vergessenheit geraten, weil er macht einen soliden Job, aber ist auch darüber hinaus irgendwo, ich denke, nicht großartig zu gebrauchen. Deswegen hat man, glaube ich, gesagt, alles ist, glaube ich, eher eine Verschwendung, ihn mit reinzunehmen. Aber es funktioniert definitiv, wenn ihr Griller Driller also habt. Hier würde ich auf Crit Rate HP gehen. Warum Crit Rate? So 2 haben wir nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Man kann auch auf Defense gehen, aber das ist nicht unbedingt nötig. Die Heilung kann hier nämlich auch critten. Und wenn die Heilung crittet, glaube ich, gibt es sogar ein Schild oder sowas bei ihm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Von daher könnt ihr auch hier schon Crit Rate nehmen. Wie solltet ihr eure Stealth Elf ruhen? Und dann gehen wir hier nochmal rein. Wie kann ich die jetzt... Ich glaube, wir müssen die... Wie zeigt ihr mir nochmal die Stats an? Okay, wir gehen einfach mal hier rein und dann habe ich es auch. Was für Stats braucht ihr ungefähr? Sprich, wie viel Attack, wie viel Verteidigung, wie viel HP? Ich zeige euch gleich meinen Run, welches Team ich benutze.
Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Teams. Das waren natürlich nur Beispielteams, aber ich zeige gleich noch mal ein paar andere Sachen. Zu den Stats kurz. Ich habe mir so ungefähr als Richtwert gesetzt, ihr solltet ungefähr auf 4000 Attack kommen, ihr solltet ungefähr auf 1300 Defense kommen und ungefähr auf 4500 HP. Ich habe ziemlich viel HP, das kommt aber, liegt daran, weil ich hier Triple HP Set habe, was nicht nötig ist. Ein Set mit Attack macht natürlich viel mehr Sinn, aber das sind nun mal alles 5 Sterne rund, deswegen habe ich hier mein HP Set genommen. Aber das kurz so als Richtwert. Ich habe mal hier, das ist nämlich mein Team, mit dem ich hier B7 renne, das ist hier die Stealth Elf und der Stinkbombe. Auch hier sieht man ungefähr 4000, er hat ein bisschen mehr Defense, weil ich hier eine Verteidigungsrune auch schon auf 12 habe. Aber ich glaube, das ist alles nicht unbedingt nötig, plus 5300 HP, auch nochmal hier das Schutzset. Also so ungefähr, daran könnt ihr euch dran langhangeln. Und ihr braucht auch nur 2 Skylander. Das ist ganz wichtig. Ihr braucht nur 2 starke Skylander. Das Problem ist ja hier, wir haben nur eine gewisse Anzahl an Mana. Und wenn ihr 3 Skylander drin habt, die wirklich alle sehr viel Mana verbrauchen, kommen die gar nicht regelmäßig dran. So behindert man sich vielleicht sogar gegenseitig. Also achtet ein bisschen darauf, auf euren Mana-Verbrauch. Wenn ihr natürlich vielleicht Ambush hat, so einen Skylander, der gar kein Mana kostet. Ja, der hat einen Skill, der kostet 0 und der andere lädt sich auf. Ja gut, dann könnt ihr auch mit 3 rennen lassen natürlich. Das funktioniert natürlich auch. Aber das kurz zu den Stats. Jetzt gucken wir nochmal rein. Was noch wichtig ist, überhaupt an allen Beast-Situationen oder überall, wo ihr kämpft, ist natürlich entsprechender Leader. Wenn ihr jetzt, ich habe natürlich jetzt hier mit der Stinkbombe einen entsprechenden Leader, der aber auch echt nicht so toll ist. Wenn ihr jetzt mit Kambuben rennt, könnt ihr euch einfach einen entsprechenden Leader wählen, je nachdem, was ihr so habt. Ich nehme einfach mal den Wash Buckler, den Leader, den Skill finde ich nämlich gar nicht schlecht. Das ist nämlich so, bekommt eine 20%ige Chance, Angriffskraft down auf einen Gegner für eine Runde zu bewirken, wenn der Angriff des Verbündeten erfolgreich ist. Ich weiß, Kaboom macht das jetzt auch. Wir nehmen jetzt einfach mal den rein, ist ja Latte, was wir, ihr könnt auch mit denen das laufen lassen, ja, man sieht sogar Attributsvorteil, das funktioniert auch. Von daher finde ich das gut, entsprechende Leader mit reinzunehmen und dieser Leader, damit könnt ihr natürlich nicht das erste Mal 3 Sterne schaffen, ja, aber damit könnt ihr später das auf Auto schön durchlaufen lassen und dieser Leader, den ihr dann nicht benutzen möchtet oder der keine Funktion haben soll, außer der Leaderfertigkeit, sollte auch keine Runen haben, damit er natürlich direkt stirbt am Anfang und nicht unnötig eure Energie verschwendet und dann mit diesen Skills auch überhaupt gar keinen Damage macht. Von daher das auch mal ein kleiner Tipp nebenbei. Ich weiß, ich hatte das im Pre-Release alles schon mal gezeigt und erklärt, aber ich denke, jetzt sind sehr viele neue Spieler dazugekommen, deswegen nehme ich gerne noch mal ein paar Tipps auf, die ich früher schon gezeigt habe, bzw. erklärt habe. So, wir spielen jetzt aber mal mit der Stinkbombe durch und dann mit dem Team mache ich das Ganze einfach mal. Brokkoli geil, denke ich, brauche ich nichts zu sagen, habe ich schon oft gesagt, ist momentan der beste Bösewicht hier, der beste Begleiter im ganzen Szenario. Mal gucken, was später noch so kommt, aber ich denke, Brokkoli geil ist, ja, gerade könnt ihr auch Scalabs reinballern, habe ich auch gemacht. Ich bin ja mittlerweile, habe ich glaube ich fast alles voll, außer die letzten beiden. Bei den letzten beiden weiß ich auch noch nicht, ob ich das unbedingt mache. Weil das kostet schon echt viel. Und ich habe jetzt Defense-Buff durch Brokkoli-Guy und ich habe auch HP-Regeneration nochmal. Ihr werdet es ja gleich sehen, was der so bufft. Hier nochmal, wie gesagt, kurz nochmal der Run. Wie sieht es so aus? Ich muss sagen, mit diesen Stats, die ich euch gerade genannt habe, die ich euch gerade auch gezeigt habe, habe ich schon ein paar Anläufe gebraucht, um auf meine 3 Sterne zu kommen. Das heißt, wenn ihr natürlich bessere Stats habt, funktioniert das natürlich wesentlich besser und auch wesentlich schneller. Das ist logisch. Falls ihr jetzt kein Kaboom habt, kein Blaze habt, kein Boomer habt, kein Driller habt, ja, könnt ihr natürlich auch x-beliebigen Net 5 nehmen. Wir sind hier immer noch im Beast 7. Den Net 5s, wenn ihr die full levelt, ich weiß, wir können sie noch nicht auf 6 machen, das funktioniert einfach noch nicht am Anfang. Aber die haben auch so gute Base-Werte, gegebenenfalls Attributsvorteile, dass ihr die natürlich auch verwenden könnt. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmt einfach Stealth Elf rein, plus euer Net 5, den ihr gezogen habt, wenn ihr einen guten Job macht. Das gleiche ist natürlich auch mit euren 4 Stars. Ich habe ja jetzt hier diese Stinkbombe mal ausprobiert, weil ich einfach viele Stücke von ihm bekommen habe. Ich wusste nicht, kann er was, kann er nix. Jetzt weiß ich, er kann nicht viel, ja, aber er kann zumindest für Beast 7 seinen Job machen. Er hat Attributs. Er hat gar nicht Attributsvorteil, was rede ich denn? Er hat kein, bei Beast 8 haben wir Attributsvorteil. Er hat keinen Attributsvorteil, aber er macht seinen Job hier. Man sieht es, es funktioniert auch ohne Attributsvorteil. Von daher 3 Minuten 18 war es, glaube ich. Ja, 3 Minuten 20. Man sieht, die Werte sind schon ein bisschen an der Grenze. Aber es läuft immer
stabil durch, das muss man schon sagen. Zu den Rune Drops. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich habe so viel in der Birne. Zu den Rune Drops. Ich habe mal eine Auswertung gemacht, was in B8 alles so droppt. Da habe ich 100 Runs gemacht. Und ich glaube, da gab es so 5% 5-Sterne-Runen und 3% 6-Sterne-Runen oder sowas. Sonst guckt einfach mal nochmal meinen Kanal durch. Ich denke, dass die Dropraten sich nicht geändert haben. Und wir sind hier nicht in B8, sondern in B7. Das heißt, wenn ihr 10 Runs macht und alles 4-Sterne-Runen habt, wundert euch nicht. Ja, das ist normal. Das ist leider normal, muss man sagen. Aber das ein oder andere Mal ist auch schon eine, ja, 5-Sterne, vielleicht auch mal eine 6-Sterne-Runde dabei. Es ist aber auch wirklich eher selten. Und ich denke, zu dem Thema habe ich, glaube ich, erstmal alles gesagt. Boah, mir schwelen so viele Sachen im Kopf rum, das gibt's ja gar nicht, ja. Viele fangen mit 7 an, das möchte ich noch kurz sagen. Viele fangen mit 7 an. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob 7 wirklich das Beginner-Szenario ist hier. Weil ich denke, dass wir für B8 ist gar nicht so groß der Unterschied. Weil ich bleibe bei der Stealth Elf. Die Stealth Elf hat im B8 den Attributsvorteil. Das heißt, sie macht mehr Damage dort und sie kassiert auch weniger Damage. Das Ding ist, wir könnten auch genauso gut ins Abenteuer gehen, in die dritte Station und uns dort die Strike-Runen farmen, wo wir 25% mehr Attack bekommen. Ja, wir können da mal ganz kurz gucken, wie ihr seht, das läuft hier sauber durch. Jetzt wieder mit 3 Sternen auch mal, von daher die Stats und so weiter, das sollte alles passen. 4-Sterne-Runen brauchen wir eh nicht mehr, wir brauchen mindestens 5-Sterne-Runen. Das noch kurz am Rande, hat zwar nichts mit den Beast-Dings zu tun, aber vielleicht ist das noch ein kleiner Denkanstoß für euch. Wenn man hier reingeht auf schwer, ich weiß, man braucht einen gewissen Skyline dafür, der das hier farmen kann, aber das könnte man mit Boomer zum Beispiel machen. Und wir können hier 5 Sterne Runen mit dem Strike-Set bekommen. Ich glaube, dann kann man mit der Stealth 11 und noch einem anderen Skylander, je nachdem, was man noch so hat, glaube ich, kann man mit ähnlichen Werten, vielleicht leicht verbesserten Werten, lasst uns einfach mal auf 5000 Attack gehen, was kein Problem ist, wenn ich ein Fatal-Set mit 5 Sterne Runen drin habe, sollte das, glaube ich, auch funktionieren. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich probiere das einfach mal. Ich nehme meinen Boomer, ich level ihn noch voll, dann gehe ich in die dritte Stage, farm mir diese Strike-Sets, level die auf 12, jedenfalls auf 15, ja, natürlich für 2-4-6 Slot. Und dann packe ich die auf meine Stealth F und auf, mal sehen, vielleicht mache ich nochmal die Stinkbombe, ich weiß es noch nicht genau. Und dann lasse ich einfach mal das Ganze in 9 rennen. Ich weiß, was für Stats man in 8 braucht, denn ich habe auf meinem Pre-Release habe ich auch 8 rennen lassen. Auch mit der Stealth F. Und ich denke, dass ich an diese Werte rankomme. Und dann skippe ich einfach Stage 7, weil ich denke, dass Stage 7 wirklich echt mühsam ist, da gute Runen zu bekommen. Ein anderer Punkt noch. Die Sache ist, hier auf schwer bekommt man den Eruptor. Und den Eruptor, den habe ich auch noch nicht, also kaum gesehen bei anderen Leuten. Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, Robbe schwimmt gerne gegen den Strom. Ich glaube, der Eruptor ist nicht schlecht. Und wenn ich hier farme, habe ich 2 Fliegen mit einer Klatsche. Ich farme das Strike Set und ich farme mir den Eruptor. Und dann probiere ich das Ganze mal für euch. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber das Video kommt bestimmt. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim B7-Team. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen. Jetzt am Ende gibt es noch den Gewinner von der Cap. Ich glaube, vom Hashtag 006-Video. Good luck. Bis dann. Ciao.